Zeit, was über die Arbeit auszusagen. Über die Arbeit unserer Frau oder über die Frauen und ihre Arbeit. Heute ist nicht einerlei. Jeder weiß, die Arbeit macht die Frau unfrei. Gebrochen ist die Tradition. Der Mann, der schafft im Haus, die Frau, die arbeitet schon und teilt mit ihm den Lohn und teilt mit ihm den Lohn. Denn heute sind die Frauen frei. Denn heute sind die Frauen frei. Frei und teilungsbereit. Lebt man heute zu zweit, vom einen zum anderen, ist manchmal ziemlich weit. Der Chef, der hat die Schürze um. Die Frau gibt den Befehl. Das Geld hat sie, die Macht dazu. Die Kinder haben heute vor dem Patriarchen Ruhm. In dieser wunderschönen Zeit lebt man entfernt zu zweit. Die Freiheit liegt heute eine Frau. Sie wirkt heute sehr elegant und ist stets wohl passiert. Lass mich den Dreck meiner Blüten von Kopf bis Fuß wohl riechend eingestreift. Gefällig dekoriert. Ist deine Suppe. Elegant sitzt sie hinter ihrem GTI. Auto und Mode aufeinander abgestimmt. Wir sind nicht in der Türkei. Bei uns glauben die Männer hin. Ja, hey. Die Frauen mit der Avenue, wo kleine Kinder erhängt wurden,
einer Zeit, wo es mir ums Sparen geht. Weiß man doch, dass die Frau ihren Mann viel besser steht. Sind die Frauen erst mal an der Macht? Kriegen sie die Männer schon an den Herd, das wäre doch gelacht. Führungsposition wird sich alles schon zum Guten wenden. Denn die Frau ist dank ihrer Niederkunft. Eine viel bessere Art als Mensch. Was sie Gesellschaft braucht, ist eine Frau als Führerin. Und wenn das Männchen Männchen macht, dann gibt sie ihm per se für das Babysitten ihres Kindes eine kleine Prise Schnee. Dann schicken sie den Mann wohl schnell an den Herd, das wäre doch gelungen. Ein lieber auf die Menschlichkeit. Mit der Frau ganz oben ist es dann so weit. Wie wär's denn nun? Zur Abwechslung mal mit der Führerin.
Hier spricht das Führerinnenhauptquartier. Sofort alle Männer an die Kochtöpfe. Holt ihr den totalen Kochtopf? Wehret niemals den Anfängen. Und sonst sich gegen sie nicht wehren. Wenn sie dich zwingst, dass du dich nicht schmutzig machst. Wenn sie dich so wunderschön kennt und immer sauber hält. Wenn sie bestimmt und dirigiert und Einfluss nimmt, ganz indirekt auf diese Welt. Du sollst die Frau ernähren und sollst dich nicht dagegen wehren. Wenn deine Freundin wählt, wenn sie für dich das Geld erzählt, wenn sie dich zur Leistung spornt und gerne in Uniform auch wählt. Du sollst die Frauen ehren und sollst dich nicht dagegen wehren. Wenn sie regiert die Welt und teilt dir deine Geld, du sollst die Frauen ehren und dich nicht dagegen wehren. Wenn sie dich zum Guten fühlt, wenn sie dich und wenn sie dir so Schläge auch die Grenzen weist, sie meint es gut, sie meint es gut, sie meint es gut, denn immerhin bist du ihr Fleisch und Blut. Und wenn sie dich was schlägt und dir die Grenzen weist, sie meint es gut,